So, wir machen gleich weiter mit Endless Space 2. Eine Runde weiter. Es gibt gleich einige Dinge zu feiern. Die erste Tech, die wir uns holen. Xenobiologie, das erste Gebäude, das wir abschließen. Und der erste Besuch vor Ort bei einer Nebenfraktion. Mal schauen. Eine Runde weiter. Oh, was ist das hier rechts? Luxusressource entdeckt, das wussten wir schon. Ja, deshalb schicken wir unseren Siedler herüber. Alles klar. Eine Runde weiter. Ja, die freuen sich natürlich, dass wir als Prospektoren für die tätig sind und dann erkunden, was bei denen im System ist, wo die vielleicht die eigene Technologie noch gar nicht dafür haben. So ist es. Oliver hatte ich vergessen zu erwähnen. Entschuldige bitte, Community-Moderator bei mir von community.writingbull.de, auch mit dabei hier. Der betreut unsere Endless Space-Sektion bei unserem Forum. Erste Forschung ist abgeschlossen, die Xenobiologie. Wir könnten jetzt Tundra besiedeln. Und wir können eine neue Systemverbesserung machen, deshalb wollten wir das auch haben, eine ganz coole für Forschung. Sobald wir die gebaut haben, wie gut, dass wir gerade eine Systemverbesserung fertig haben auf unserem Startplaneten, sobald wir die gebaut haben, gehen wir durch die Decke bei der Forschung. Und jetzt können wir uns eine von vier Techs aussuchen, wie es weitergeht. Die können, da können wir, glaube ich, hier anklicken oder wir wechseln diese, diese vier Techs sind tatsächlich nur die, die das Spiel uns vorschlägt. Okay. Also ist die Auswahl ist genauso breit wie zuvor. Das sind lediglich die Tutorialhilfen. Oh, hier ist ja der eukaryotische Pflanzensaft. Über den hatten wir doch zuletzt diskutiert, weil dadurch irgendwas Cooles geschah. Was war das nochmal? Man kann einen bestimmten Planeten damit neu besiedeln. Und das ist auch so ein, ich sag mal, ein Entscheidungskriterium dafür, nehme ich jetzt diese Technologie oder nicht? Ist der Planet um die Ecke? Wenn wir jetzt zum Beispiel bei dem anderen im Bereich, in dem rechten Bereich, in Industrie, da kann man zum Beispiel auch überlegen, wir haben ja die Möglichkeit, diese strategische Ressource, weil wir sie schon gefunden haben oder unbedingt haben wollen, dann erforschen wir lieber das. Also da gibt es ganz viele verschiedene Möglichkeiten, da heranzugehen. Wenn man zum Beispiel auch merkt, oh, man hat gar nicht so viele Systeme, die man gerade erforschen kann oder besiedeln will, dann geht man lieber auf die auf den linken Tree und auf den linken Baum und sagt sich, wir nehmen lieber hier Verbesserungen für die Kolonien, die wir schon haben. Oder natürlich den oberen Baum, wo es ums Militär geht und sagt, oh, ich muss mich dringend verteidigen oder dringend die Freiheit anderer verteidigen, indem ich sie einnehme und Lass uns mal schauen, was die nächsten Planetentypen wären, die wir besiedeln könnten. Das können wir jetzt schon besiedeln. Wir haben gerade Tundra-Kolonisierung freigeschaltet. Das ist ein mögliches sinnvolles Bauprojekt. Ich stelle mal alles, was Sinn macht, in die Bauschlange auf unserem Heimatplaneten rein. Vorteil hier, dauert nur zwei Runden und wir bekommen dann halt sofort die Basiserträge auf Deneb 3 und unsere Bevölkerung, dann verteilt sich, glaube ich, einer und wechselt rüber auf den Planeten. Habe ich das richtig erklärt so? Nach der Kolonisierung wechselt zwar ein Bürger normalerweise sofort rüber auf den anderen Planeten, ja, aber es gibt keine Mindestbevölkerung. Wir können den Planeten also auch wieder leerräumen. Ja. Es gibt allerdings auch keinen Basisertrag vom Planeten selbst. Die Basiserträge sind alle nur durch die Systemverbesserung. Also in diesem Fall, wenn wir die die xenoindustrialen Verbesserungen wirkt nicht auf kalten Planeten. Also dann würden wir nur die plus 10 pro Planet bekommen, weil wir einen zweiten Planeten haben. Also was wir hier haben, wenn wir den Tundra-Planeten besiedeln würden, wäre aber das Titanvorkommen. Wenn wir allerdings, glaube ich, erst so eine Titan-Minenquelle-Dingsbums-Vorrichtung bauen würden, oder? Die müssen wir zuerst bauen, glaube ich. Das müssen wir nicht. Cool. Wir können verschiedene Minen errichten, um den Ertrag zu erhöhen. Aber den Grundertrag an Titan erhalten wir sofort. Den an Hyperium allerdings nicht, was man daran sieht, dass das Hyperium-Vorkommen verblasst ist. Dazu müssen wir nämlich erst die entsprechende Technologie erforschen. Ich stelle mal alles ein und dann sortieren wir. Also wir können die Kolonie hier besiedeln, damit wir die Möglichkeit haben, sofort Titan zu sammeln, weil wir das schon sehr schnell gut gebrauchen können. Das ist hier eine Möglichkeit. Dann hier. Xeno-industrielle Infrastruktur wird uns helfen, viel schneller weitere Systemverbesserungen und andere Gebäude zu bauen oder andere Dinge zu bauen, weil wir auf einen Schlag 30 mehr bekämen an Produktion, denn wir sind hier, wir haben einen Planet, der ist gemäßigt, fruchtbar und terranisch und hier bekommen wir für fruchtbar, gemäßigt und für Planet 30
Produktion mehr. Das heißt, im Augenblick haben wir 47 Produktionen, dann hätten wir 77, also über den Daumen 70% mehr. Das wäre schon extrem. Und dann könnten wir das einstellen, was wir gerade durch Forschung freigeschaltet haben, die öffentlich-privaten Partnerschaften, die dauern nur zwei Runden. Und dadurch würden wir unsere Forschung veranderthalbfachen. 150% mehr, ungefähr. Im Augenblick haben wir 30 mehr an 30 Wissenschaft und dann wären es nochmal 30 mehr. Fruchtbar gemäßigt Planet, also doppelt so viele. Ich würde sagen, die beiden unteren sind die wichtigsten. Ich würde sogar erstmal auf die Forschung gehen, weil der Produktionsbonus ist zwar extrem, aber wir haben sowieso ganz kurze Produktions Zyklen hier. Also wir brauchen eh nur ganz wenig Runden für irgendwas. Deshalb würde ich mal das mit der Forschung gerne als erstes machen. Als erstes die Xeno, als zweites die Xeno-industrielle Infrastruktur und dann potenziell die Kolonie. Was haben wir sonst hier links? Noch mehr Forschung. Dauert drei Runden, die unbegrenzten Supermärkte. Und das hier bringt einmalig 15 mehr Wissenschaft und 15 mehr das. Das ist auch beide sehr cool. Ich stelle mal alles ein hier. Also ich bin ein ganz großer Freund davon, die also so Boni zu nehmen, die die man sofort bekommt. Also zum Beispiel ganz links ist, was noch einstellbar ist, halt diese zelebrale, genau das Projekt, weil das halt auch Dust einbringt und gibt halt Gebäude, die oder insgesamt Kolonien werden Geld kosten am Anfang. Und dann ist schon mal ganz gut, dass man das auch nochmal ja wieder reinbekommt und das kriegt man halt über diese über dieses Gebäude und je später man im Koloniebau also oder in der Kolonieentwicklung ist, desto weniger lohnen die sich dann. Dann lohnen sich dann zum Beispiel halt das Industrie- oder die öffentlich-privaten Partnerschaften mehr als das und dann verbraucht man die Ressourcen dafür nicht mehr so gerne oder kauft es einfach schnell ein. Kann man ja nachher auch noch, aber das ist ja noch nicht so weit, die Technologie kommt. Also es gibt gute Gründe für das eine und für das andere und ich mache jetzt mal einfach Folgendes. Was gilt mein Geschwätz von gestern? Ich mache die Produktion nach vorne, weil wir haben so viele coole Sachen, die wir bauen können. Die werden wir dann fast doppelt so schnell, 70% schneller bauen können. Die Rundenzahlen werden doch kleiner werden. Und all diese Sachen, diese schönen Dinge, die werden wir dann nicht in 12 Runden fertig haben. Produktionsüberschüsse werden wir auch mitgenommen, sondern mutmaßlich in 7 Runden. Die ganze, oder in 8 Runden statt in 12, wenn wir die ganze Liste dann abgearbeitet haben. Das finde ich sehr verlockend. Also ich mache es mal in der Reihenfolge wie hier. Und so rum mache ich das. Das mache ich so, wie Oliver empfohlen hat. Die zerebrale Realität schiebe ich vor. Und die Kolonie mit dem Titan oder die Zustimmung, da ziehe ich die Kolonie nach vorne wegen des Titans. Und die Zustimmungswerte, die sind im Augenblick bei. Wo ist die Zustimmung? Links zu sehen bei 52. Das ist ja ordentlich. Dann mache ich das in dieser Reihenfolge. Wir gucken mal, was wir demnächst noch freigeschaltet haben. Jetzt gehe ich hier mal raus wieder. Und ja, der Punkt auch dabei ist, man weiß nicht, ob man zwischendrin nicht merkt, oh, da ist noch so ein toller Planet. Ah, oh, dann schicke ich noch das Schiff dazwischen und Kolonieschiff und wir brauchen noch einen Scout und dann schiebt sich alles nachher nach hinten, alles, was irgendwie so 6 oder 7 Runden, gerade in den ersten Runden, in die Zukunft geplant ist, ist manchmal nach einer Runde schon wieder für die Katze. Ja, genau. Aber einstellen kann man es ja trotzdem. Dann mache ich die beiden hier noch hinten drunter, dass wir die auch noch irgendwann erforscht haben. Die stelle ich mal hier auch noch drunter und auf geht's dann. Ja, sehr komfortabel ist auch, dass man das mit einfach so schön nach oben, unten bewegen kann. Es gibt halt andere, wo man immer nur auf irgendwelche Buttons da klicken kann und nicht einfach das ganze, sag mal, das, was man halt anwählen will, nach vorne, nach hinten. Sehr, sehr angenehm. Und praktischerweise haben wir auch den Hotkey, dass wenn man etwas Neues in die Bauschlange einfügen will, zu Beginn der Bauschlange einfach alt halten kann und dann kommt es an den gut zu ersten Platz. Das versuche ich mir jetzt zu merken. Ich gehe mal wieder raus und wir wollten uns ja überlegen, welche Planeten wir potenziell als nächste kolonisieren wollen. Asche, Eis sind hier auf dem System, wo wir im Augenblick hinfliegen, nämlich hier in Megretz. Hier gibt es Gas, Monsun ist schon, Schnee. Schnee wäre eventuell eine Motivation. Entschuldigt bitte, ich mache immer wieder denselben Fehler, dass ich dann nicht mit der Maus rausscrolle, mit dem Mausrad, sondern mit Escape das versuche. Pardon. Ist aber auch nicht zwingend. Also ich würde lieber...
Was die Planeten betrifft, nebenbei angemerkt, als Faustregel kann man sich merken, dass alle Planeten, die kalt sind, sehr gut sind für Wissenschaft und alle Planeten, die heiß sind, sehr gut sind für Industrie. Einige ja auch für Dust, ne? Also die. Ja, die Dust-Spezialisierung ist so ein bisschen verteilt auf beide, weil wir keine Ausrichtung mehr haben, die nur für Dust ist. Im Gegensatz zu Endless Space 1, in dem aride und ich meine auch Wüstenplaneten hauptsächlich auf Dust spezialisiert waren, ist das hier eher verteilt. Der einzige Planet, bei dem Dust der stärkste Punkt ist, ist toxisch. Oh, Zugriff auf den Markt würden wir freischalten. Mit der galaktischen Warenbörse könnten anfangen, Sachen zu verticken oder Sachen zu kaufen. Mehrsträngige Verwaltung bringt uns etwas mehr Dust. Und wir könnten jetzt beginnen, mit Dust Dinge zu kaufen, was wir bislang noch nicht konnten. Das sind so viele schöne Sachen hier. Was können wir hier bekommen? Hyperium abbauen. Das konnten wir im Augenblick noch nicht. Das könnten wir dann, sobald wir den Planeten fertig haben. Das ist eine Systemverbesserung, die uns leider einen fehlerhaften Tooltip liefert. Genau. Das ist eine Systemverbesserung, die uns Industrie pro Bevölkerung gibt. Mehr auf Planeten mit strategischen Ressourcen. Das könnten wir auch sofort hier machen. Xenotourismus. Oh, da fehlt leider der Tooltip, glaube ich, im Augenblick. Das ist Dust pro Person. Okay. Das fällt mir jetzt gerade auf. Das könnte ein Hinweis sein, wo das herkommt. Denn beide fehlerhaften Tooltips hier waren pro Person. Aha. Das werde ich an das Team weitergeben. Ich klicke mal hier auf Asche, weil ich glaube, bei der Asche, das war ein Planet, den wir jetzt demnächst brauchen, wenn ich das richtig im Kopf habe. Hier Asche, da könnten wir Asche hier freischalten. Bringt uns aber auch erstmal keine Ressource, vielleicht hier eine über die Ruinen. Es ist letztlich egal, wir müssen all diese Dinge freischalten, das geht jetzt alles ganz schnell. Oder Stefan, hast du den entscheidenden Tipp jetzt? In diesem Fall ist es wirklich relativ egal, da die Produktion in unserem System genauso lang dauert wie eigentlich unsere Forschung. Und deswegen, was ich natürlich gerne sehr früh erforsche, ist der Marktplatz. Denn der Marktplatz kann als Panikbutton dienen, wenn ich feststelle, oh gut Güte, ich bin nächste Runde bankrott. Und dann kann ich einfach schnell ein paar Ressourcen verkaufen, damit meine Wirtschaft nicht den Bach runtergeht. Mhm. Bei dem Imperium passiert das ja nicht so ganz so schnell. Ja, beim Imperium passiert das nicht so häufig wie bei manchen anderen Fraktionen. Ja. So, hier können wir rüberfliegen mit 6 Punkten. Vorher können wir noch eine Sonde abschicken. Ich habe den Markt jetzt eingestellt. Und die Sonde schicke ich mal. Hier wir haben noch Kuriositäten in diesem System. Oh. Moment, wie klicke ich? Mit rechts wähle ich ab. Rechts zum Abbrechen, genau. Hier rein und die hier könnten wir oder die hier unten. Ich würde die auf Schnee empfehlen, denn Schnee ist einfacher zu besiedeln als Gas. Gehen wir mal gucken, was wir hier bekommen und wir bekommen Jadonix Ressourcenvorkommen. 5 bekommen wir schon mal. Auf die Ressource hatten wir geschielt und wissen, wir können jetzt hier auf Dauer auch was nutzen. Das ist ja echt cool. Weil das ist schon das zweite Vorkommen. 2 von denen in einem System. Und das wiederum spricht dafür, dass wir jetzt doch den Schnee schnellstmöglich besiedeln, weil ansonsten könnten wir die Ressource hier nicht abgreifen, oder? Genau. Das heißt, das stimmt nur teilweise. Ja. Denn wenn du mal den Forschungsbaum öffnest, ja, dann wirst du dort wahrscheinlich sehen, dass es einige Technologien gibt, die statt rund sechseckig dargestellt werden. Das sind die sogenannten Leviathan-Technologien. Leviathane sind gigantische Schiffe, die von den Endless ursprünglich konstruiert wurden und die wir dann reverse-engineeren oder wiederherstellen. Und die können tatsächlich verwendet werden, um Ressourcen abzubauen auf Planeten, die wir nicht besiedelt haben. Ja. Wo sind die? Ich kann die im Augenblick nicht sehen. Sechseckige? Die sind jetzt im Moment ausgegraut, ach so, alles klar, da sie noch nicht freigeschaltet sind. Um sie freizuschalten, muss erst eine Quest beendet werden. Ich suche mal hier unten nach Schnee und teste mal euer Suchfeld. Hier, es klappt tatsächlich. Es ist der eukaryotische Pflanzensaft.
Es heißt, Moment, wie wird das, wie wählt man das erste ab, das man hatte? Nochmal draufklicken anscheinend. Nochmal oder links draufklicken. Oder man, genau, man kann es auch oben in der Warteschlange für Forschung mit Drag and Drop umsortieren. Das ist die Schneekolonisierung. Da klicke ich jetzt drauf. Die wollen wir jetzt erforschen. Gehe hier wieder raus. Gehe nochmal eine Stufe raus. Hier haben wir hier noch Bewegungspunkte. 5 haben wir noch. Keine Sonde mehr an Bord. Wir könnten nochmal eine Runde. Wann kommt die nächste Sonde? Wann haben wir die? Das müsste auf dem Sondentuch nächste, sein. Ja, nächste Runde. Wir können weiterfliegen oder hier sofort noch was nutzen. Für und darauf hoffen, dass hier die Sonde auch noch irgendwas hat. Da habe ich jetzt leider keinen Tipp, denn das ist eine Frage, mit der ich selbst immer ringe. Ja, das ist echt eine Frage des Geschmacks. Ich setze mal, also 5 sind sehr viele Bewegungspunkte, dann fliege ich mal weiter. Ich bin mit den Sonden, die man einfach so durch die Gegend schickt, immer sehr zurückhaltend, gerade am Anfang. Weil wenn ich ein System mit Kuriositäten finde, dann möchte ich gerne alle direkt haben und den Bonus auch früh abgreifen. Manchmal bringt das einem natürlich auch Dust und dann kann man schön irgendwie dann relativ früh was, was und einkaufen. Und ich sehe gerade, unsere Hacker waren geschäftig und wir haben jetzt die Nebenfraktion gehackt, beziehungsweise deren Regierungsgebäude. Jetzt haben wir verschiedene Möglichkeiten. Wir können eine Hintertür erstellen, damit ist nicht etwa in einem Haus gemeint, sondern einen in deren System. Kann man in Infrastrukturen versteckt anbringen. Genau, und diese Hintertür würde uns dann in Zukunft erlauben, Hacks von deren System aus zu beginnen, was im Mehrspielermodus natürlich wunderbar sein kann, weil man damit anderen Spielern weismachen kann, dass ein drittes Imperium sie gehackt hat. Oh. Wieso macht man denen das dann weiß? Weil man, wenn man einen Hack zurückverfolgt, nur gesagt bekommt, aus welcher Richtung dieser Hack gekommen ist. Man wird nicht darüber informiert, wer ihn gestartet hat. Mhm. Und man selber würde dann den Hack machen aus dem System heraus und den wird dann in eine andere Richtung angezeigt, oder was? Wenn man, sagen wir zum Beispiel, wir hätten jetzt 2 andere Imperien bereits entdeckt, Imperium A und Imperium B, wir hacken Imperium A und platzieren eine Hintertür. Und dann hacken wir von dieser Hintertür aus Imperium B. Ach, jetzt verstehe ich. Ah, raffiniert. Ach so, das ist ein neuer Knoten, wie es da auch steht, im Netzwerk. Das heißt, von da aus können wir dann auch in ein anderes System reinhacken. Und es ist natürlich raffiniert. Begreift die KI das denn bei Einzelspielerpartien? Die KI ist, soweit ich das verstanden habe, so programmiert, dass sie tatsächlich nachsieht, was der letzte bekannte Knoten in der Rückverfolgung war. Sehr cool. Das wäre natürlich sehr spannend. Nächste Möglichkeit, ein Image verbessern. Oh, das fände ich sofort schön. Das wäre sofort klasse. Weil Image, da geht es doch um so diese Sachen mit den diplomatischen Einflusspunkten oder Fortschrittspunkten. Oder ist es was anderes? Richtig. Richtig. Das gibt uns einen massiven Boost in den Fortschrittspunkten. Das fände ich glorreich. Diplomatiepunkten. Das sind, glaube ich, 60 Punkte oder so, die man davon kriegt. Geheimnisse aufdecken. Wir könnten mit Bestechen oder Loblied-Aktionen müssten wir nur 50% zum Beispiel an Einfluss oder an das rausbringen. Ja, aber das hier wäre kostenlos. Insofern lieber das. Wirtschaft hacken. Wirtschaft hacken ist sehr interessant, wenn man die Boni von der Fraktion bekommt, denn das erhöht die Menge an Dust, Forschung und Truppen, die man von der Fraktion erhält, um, ich meine, 75% für die normalen Ressourcen, was vor allem im frühen Spiel ein deutlicher Batzen an Dust sein kann. Aber noch bekommen wir ja gar nichts von denen, weil wir diese Stufe 2, das zweite Viertel, noch gar nicht erreicht haben in den Beziehungen mit denen. Da würde ich erstmal gehen auf Image verbessern, damit wir mal richtig Gas geben und die nächste Stufe freischalten, indem ich hab in dieser ich hab dich lieb Reihe, dass wir dann ins nächste Viertel kommen mit Image verbessern. Wie es ein anderer Streamer gestern gesagt hat, wir sorgen dafür, dass in ihrem System unsere Werbeanzeigen im Browser laufen. Ja, so kann man sagen. Oder um es ein bisschen positiver zu formulieren, wir wollen Liebe verbreiten. Oder zumindest so tun, als ob wir andere lieben. Auch daran sind wir bisweilen Meister. Natürlich verbreiten wir Liebe in der Galaxie. Liebe für den Imperator Selevas. Definitiv.
So, jetzt sind wir mit der Rettermarine hier mit dem Helden. Der ist in einem weiteren System angekommen. Ein System weiter. Hat noch zwei Punkte. Da kann er noch eine Sonde rausschicken. Was ist das hier für ein System? Es ist ein Film. Asche. Große Asche. Anomalie. Kessler-Syndrom. Ob das mit dem Schauspieler zusammenhängt, ich bin mir unsicher. Vielleicht hat der Planet eine große Nase, wer weiß es. Nein, eher mit dem Astrophysiker, okay, muss gut. Ich leider sagen. Mikrofabriken gibt es hier. Eine weitere Anomalie wurde aufgedeckt. Ein riesiger Giftplanet mit einem starken Magnetfeld, mit dem man höchstens Dust gewinnen kann, ansonsten nicht allzu viel. Und nochmal ein riesiger Giftplanet und mit irgendeiner Kuriosität. Wir gehen mal wieder Farben raus. Sind auch interessant. Also wenn da so eine rote Kuriosität, dann ist die in der Regel, hat die mehr Nachteile als Vorteile. Und dann gibt es dann auch, ich sag mal, für Grün dann natürlich Vorteile. Ja, genau. Es ist sogar so, rote Kuriositäten haben nur Nachteile. Und grüne Kuriositäten haben nur Vorteile. Weiße Kuriositäten sind die gemischten. Okay. Also, wir haben noch eine Sonde, die wir jetzt abschicken können, oder wir sagen, wir schicken die ganz woanders hin, aber solange wir hier noch Ziele vor Augen haben, würde ich sagen, wir sind ja auch am Ende eines Galaxiearms, wir schicken eine hin, ich glaube Savanne oder Asche, nee, was, gerade schalten wir Tundra frei, oder? War das Tundra oder war das Asche? Also Schnee. Savanne ist halt eher schnell zu erforschen, Schnee. Deswegen okay. Würde ich das auch nehmen. Außerdem gibt es hier Jadonyx. Meine neue Lieblingsressource. Hier wollen wir mal erforschen. Und die Mikrofabriken werden auch dafür sorgen, dass der Außenposten sehr viel schneller fertiggestellt wird. Weil das. Oh, und sogar ein Garten Eden auf dem Planeten ist. Eine sehr coole Anomalie. Das heißt, ganzjährig gute Temperaturen, moderate Temperaturen. Ganzjährig ist alles super. Vegetation ist üppig. Bonbons im Chat, alles bestens. Mehr Zufriedenheit pro Bürger, mehr Dust pro Bürger, mehr Wissenschaft pro Bürger und so weiter und so fort. Ein Bevölkerungsplatz mehr. Da wollen die Leute gerne leben, auch wenn es ein bisschen gedrängt ist. Wunderbar. Dann Beute, 25 Einflusspunkte bekommen wir einmalig geschenkt. Das heißt, das 2,5-fache von dem, was wir um die Runde für Runde erwirtschaften, das nehmen wir gerne mit. Alles bestens. Hat sich voll gelohnt. Wir gehen hier wieder raus. Ich habe das erstmal nicht auf Escape geklickt, sondern einfach nur den Mauszoom betätigt. Wir haben nichts mehr, was wir machen können hier. Wir können höchstens einmal, obwohl das vergesse ich wieder. Das lasse ich lieber sein. Kannst du weiterfliegen. Es gibt aber auch für solche Fälle unten in der Mitte einen Button, eine Runde überspringen. Echt? Ja, der mit den 3 Punkten. Dann mache ich den. Oh, klappt sogar. Dann sind wir hier wieder mit dem anderen Schiffchen. Wir wollten hier mit einer Sonde in Amosa eine Kuriosität aufdecken. Und das Vorzugs... Das ist egal wo, ne? Es geht ja nur auf einen Platz. Das ist egal wo. Mhm. Ich würde aber empfehlen, das ist ein kleiner Fehler, den wir gemacht haben, wenn du... Je größer dein momentaner Zuwachs an Diplomatiepunkten ist, desto teurer wird die Aktion Loblied singen. Oh. Das bedeutet, wir hätten im Idealfall, wenn wir aufgepasst hätten, bevor wir den Heck ausgewählt haben, ein Loblied gesungen, dann den Heck ausgewählt und dann die Kuriosität gesucht, denn dann hätten wir viele Einflusspunkte gespart und jetzt, da wir den Hack schon ausgewählt haben, können wir wahrscheinlich uns das Loblied-Singen gar nicht mehr leisten. Ja, 190 Einflusspunkte kostet jetzt, ein kleines Liedchen zu trällern. Eigentlich müsste man uns was ja in den Klingelbeutel schmeißen. Ja, auf der anderen Seite, wir erhalten 12 Diplomatiepunkte pro Runde. Im Augenblick schon, ja. Die nehmen wir mit. Das dauert stolze 3 Runden, dann sind wir schon 36 mehr, 6 haben wir, dann sind wir fast schon bei der 50er-Skala und können dann eine Quest annehmen. Das lohnt genau. sich echt. Wenn wir jetzt die Kuriosität suchen, dann dürften wir nach den 3 Runden sogar schon bei 50 Das überzeugt sein. Mich. Also, dann können wir in Kürze sogar schon unsere erste Quest annehmen. Also wir lassen hier eine Sonde drauf fliegen. Zack. Expedition war erfolgreich. Edenweihrauch, 5 Stück als Beute. Und ein Ressourcenvorkommen, das die Leute vor Ort ausbeuten. Aber wenn wir uns mit denen gut stellen, und das sollten wir eventuell jetzt schon geschafft haben, oder? Wir gucken nochmal im Diplomatiebildschirm hier drauf. Nee, plus 14 jetzt. Kuriosität bringt 5 Runden lang 2, ne?
Richtig. Vorher waren 12, jetzt sind es 14, 5 Runden lang 2. Das heißt, wir werden übernächste Runde in dieses nächste Viertel bekommen und dann bekommen wir von dem Edenweihrauch jede Runde was ab, oder? Ja, ein bisschen. Cool. Kein riesiger Eintrag, aber wenigstens ein wenig. Ich nehme mit, was ich bekommen kann. Alles bei bestens. Wir haben noch einen Bewegungspunkt. Die nächste. Wobei, es kann sein, ich bin jetzt nicht sicher, da die Fraktion selbst nicht auf diesem Planeten haust, kann es sein, dass sie so den Edenweihrauch gar nicht abbauen. Frechheit. Dann erhalten wir natürlich nichts. Unverschämtheit. Das würde ich fast schon als Casus Belli betrachten. Als Möglichkeit, den kriegen. Ne, das wäre jetzt ganz böse. Das machen wir nicht. Zug beenden. Ja, Quest gestartet unter vier Augen. Wie bitte? Das ist die Quest, die wir brauchen, um die Leviathane freizuschalten. Ah, die wurde, wodurch wurde die gerade freigeschaltet? Einfach dadurch, dass wir jetzt in der fünften Runde sind. Ah, okay. Dein einziger Held, seines Zeichens, Absolvent der Akademie und das der Experte, hat um eine Audienz gebeten. Etwas ist erwacht, erklärt er. Die Akademie hat Strahlungen registriert, die niemand dort kennt. Die Akademie der Helden. Die Quelle ist eindeutig ein von den Endless hergestellter Transponder. Die Endless sind, sagen wir mal ganz grob und primitiv zusammengefasst, Vorfahren. Geheimnisvolle, übermächtige Vorfahren. Irgendwas von früher, was alle Endless-Spiele bestimmt. Weitere Erklärungen erhältst du nicht, da der Akademie-Eid deinen Helden verpflichtet, gewisse Details über die Art der Identifikation des Signals geheim zu halten. Dein Held hat jedoch seine Loyalität bewiesen und dir den effektivsten Weg zur Wahrheit aufgezeigt. Ich weiß, Akademie-Eid, das ist doch der, den ich vor dem Stream dir unter vier Augen ableisten musste, Stefan, dass ich mich nicht verplappere während des Streams, dass nächste Woche Endless Space 3 angekündigt wird, oder? Ja, ist natürlich NDA, wie für die Games Industry Standard. Ja, ganz genau. Was auch immer dieses Artefakt ist, es ist mächtig und hat mit Sicherheit auch einen militärischen Nutzen. Weitere Erforschungen von militärischen Technologien sollten zusätzliche Hinweise liefern. Mal gucken. 10 Techs müssen wir im Quadranten Militär freischalten. Wir sind hier auf dem Wissenschaftstrip hier. Dann Militär. Na, mal gucken, irgendwann schaffen wir was das. Was hier das aber dazu zu sagen ist, wenn man sich das Fenster genau anguckt, merkt man, oben heißt es Quest-Kooperation. Oh lala. Diese 10 Technologien müssen nicht von uns allein erforscht werden. Ah. Irgendjemand. Also wir können das Quest vollkommen ignorieren. Wenn die anderen drei Fraktionen zusammen insgesamt 10 Technologien erforscht haben, dann wird das Quest für uns auch freigeschaltet. Und je nachdem, welchen Anteil an den Technologien wir erforscht haben, erhalten wir dann eine der entsprechenden Stufen der Belohnung. Das heißt, als publiker Mitläufer, der sich so in die Ecke stellt und sagt, macht ihr mal, bekommen wir auf jeden Fall den untersten Rang an Belohnungen, dass wir die Tooltip fehlt Technologien, dass wir die entdecken. Wenn genau, wir, die Leviathan-Technologie. Ah, okay. Wenn wir die zweitmeisten gemacht hätten, dann bekämen wir noch ein bisschen Dastlaubbäume, Luxusressource drauf und hier würden wir überschüttet werden mit Dastlaubbäumen. Genau. Und mit noch und wir mehr Dastlaubbäumen. Wir können an diesem Quest auch schon sehen, das heißt, eine von 10 Technologien, wir wissen ja, dass wir selbst keine Militärtechnologien erforscht haben bisher. Ja. Das muss also jemand anders gewesen sein. Okay. Also, damit sind wir fertig. Das beobachten wir einfach. Hierum kümmern wir uns weiter. Das hier, oh, wir haben einen weiteren Bevölkerungspunkt. Das ist der erste neue Bürger. Wenn das kein Grund zum Feiern ist, das finde ich ja glorreich. Ich bin total begeistert. Das ist für mich ein Grund, sofort, ich mache mir jetzt erstmal einen kurzen Sekt auf. Ich muss leider die Aufzeichnung auf YouTube kurz beenden. Der Stream läuft weiter. Ich muss mir mal kurz jetzt ein Piccolo köpfen oder irgendwie einen Eierlikör einschenken oder irgendwas, was Männer gesetzteren Alters trinken in solchen Pausen. Und der Stream läuft man, weiter. Man trinkt hier für diesen Stream natürlich einen Sherry Din. Ein Sherry Din. Ja, wir haben für den Endless Summer Cocktail-Rezepte auf unserer Webseite veröffentlicht. Also, Stefan wird in den nächsten 60 Sekunden für alle 2000 Leute in den Chats jetzt einen Cherry Gin jeweils mixen und servieren. Das ist deine Endless-Aufgabe, eine Leviathan-Quest für dich. In 60 Sekunden geht es mit dem Stream weiter. Video pausiert ganz, ganz kurz.